zusammen. Wir machen einen tollen, also von der Optik auf jeden Fall schon mal tollen Apfelkuchen. Ich gehe stark davon aus, dass er auch sehr gut schmecken wird. Und zwar machen wir jetzt erstmal einen Vanillepudding. Entweder nehmt ihr den aus der Tüte zum Aufkochen oder ihr macht den so wie ich einfach selber. Und zwar habe ich jetzt hier drin 130 Milliliter Milch, dann so ein Teelöffel Vanillezucker. Ich habe jetzt Vanille aus der Mühle genommen. Da brauche ich dann nicht so viel. 15 Gramm Zucker und so 8-9 Gramm Stärke. Das sind halt jetzt etwas ungerade Zahlen, weil ich mir den runter reduziert habe. Und das müssen wir jetzt einfach miteinander verrühren. So, die Platte ist jetzt an. Und jetzt müssen wir einfach rühren und gucken, dass das Ganze einfach schön zu einer Puddingmasse wird. Dann werde ich das Ganze umfüllen in eine Schale, werde direkt auf den Pudding eine Frischhaltefolie geben, damit wir keine Haut später haben. Und dann soll das Ganze erstmal abkühlen. So, das ist jetzt unsere Puddingschicht. Das ist wenig, ja, aber wir verrühren das nachher auch noch mit Quark, deswegen nicht wundern. Und jetzt tun wir das einfach hier so auf den Pudding, die Frischhaltefolie, dass der abkühlen kann. So, also, ich habe jetzt mal meine Form ausgekleidet mit den Maßen 18 x 18 cm und im Übrigen lasse ich den Pudding nur so weit abkühlen, also nicht bis er total kalt ist, einfach bis wir so weit sind. Also das jetzt, den Teig jetzt noch zubereiten. Und weil der wird ja jetzt der Pudding dann eh mit Quark verrührt und dann kühlt er ja dadurch auch nochmal ab. Also ich lasse den jetzt nicht komplett auskühlen, das wollte ich nur sagen. Hier drin haben wir jetzt einmal zwei Eier, 80 Gramm Butter, 80 Gramm Zucker und einen Teelöffel Vanillezucker. Steht aber alles in der Infobox und das verrühren wir jetzt. So, jetzt geht es weiter mit 115 Gramm Mehl. Dann eine Prise Salz. Und so ein 3/4 Teelöffel Backpulver. Und das müssen wir jetzt einfach nochmal verrühren. So, jetzt kommt der Teig erstmal in die Form. Dann müssen wir das natürlich verstreichen. Ich habe es schon wieder vergessen, ob ich gesagt habe, dass der Ofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze schon vorheizt. So, hier haben wir jetzt unseren Pudding und 60 Gramm Quark und das tun wir jetzt einfach noch verrühren. Und jetzt kommt diese Schicht hier oben drauf. So, jetzt kümmern wir uns um die Äpfel. Geschält habe ich sie schon mal. Ich muss mal gucken, ob ich einen tatsächlich nur nehme. Weil ich habe mir zwei große gekauft. Auf jeden Fall mache ich da einfach so eine Fächer. Schneide das jetzt hier zum Beispiel dreimal ein. Stelle ich das jetzt einfach mal hier hin. Oh, jetzt ist mir eins abgebrochen. Und dann tue ich die jetzt einfach mal hier rein. Einfach so 2-3 mm einschneiden.
Und wenn wir das haben, geht es erstmal ab in den Ofen. Wir sind noch nicht am Ende. Aber so gut wie. So, wir sind ja noch nicht fertig. Deswegen bereiten wir jetzt mal unseren Abschluss noch zu. Ich habe hier drin 30 Gramm Butter und 25 Gramm Braunzucker. Und das verrühren wir. So ist unser Zwischenstand nach 30 Minuten. Also wabbelt so noch ein bisschen. Jetzt geben wir unsere Butterzuckerflocken hier oben drauf. Einfach so verteilen. Und dann geben wir noch so anderthalb Esslöffel Karamell drüber. Ich habe jetzt einfach diese, also ich hatte jetzt keine Lust, mir das selber zu machen. Ich habe jetzt einfach das, was man halt bei dem Eis gibt es da immer so verschiedene Soßen. Da habe ich mir das jetzt geholt. Und das verteilen wir einfach hier noch so. Dann geht es einfach wieder ab in den Ofen. Also anderthalb bis zwei, also mir reichen anderthalb Löffel, aber ist ja auch wieder Ansichtssache bzw. Geschmackssache. So, das ist jetzt, ich nehme den Apfel hier mal weg, das ist jetzt unser Kuchen. Und zwar, der war ja beim ersten Mal 30 Minuten im Ofen. Und beim zweiten Mal dann noch weitere 25 Minuten. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt probieren wir mal. Ich will mal gucken, dass ich hier dann von beiden probiere. Das ist der Teig und der Pudding. Schmeckt schon sehr, sehr fein. Richtig lecker. Richtig tolle Kombination. So, ich wollte es euch nur noch mal zeigen. Pudding, Apfelteig und auch mit der Schicht obendrauf. Super lecker und ich weiß gerade noch am Überlegen, also ich meine, klar, ihr könnt es uns auch, wenn ihr jetzt kein Karamell habt und das nicht extra kaufen wollt, es auch weglassen, aber man kann natürlich auch einfach Karamell selber machen. Ich hatte jetzt keine Lust dazu, bin ich ehrlich, aber ansonsten kann man sonst auch weglassen. Aber die Kombination schmeckt halt wirklich richtig toll. Also wenn ihr es eh da habt oder auch Lust habt und bereit seid es zu kaufen, macht es gerne mit. Schmeckt wirklich richtig lecker. Und was mir noch einfällt, genau. Ich habe ja meine Form 18x18 cm. Und ich habe mir das Ganze jetzt sozusagen gedrittelt. Also solltet ihr ein Backblech machen wollen, so stand es zumindest im Rezept drin, da war die dreifache Menge angegeben für ein Backblech. Nur, was ihr beachten könnt, hier habe ich meinen Zettel, und zwar, Moment, ich muss gerade gucken, genau, ihr bräuchtet dann keine 6 Eier zu nehmen im Teig, sondern 5 würden ausreichen. Also 5 Eier, ansonsten alles verdoppeln, bis auf die Eier, da reichen dann 5 aus für ein Backblech. Und ja, jetzt kann ich einfach nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!